Oh, da ist dein Blutfleck. Geil. Hä, wo? Da. Vor dir. Moment. Ah, der Typ. Ja, genau. Also, wärst du jetzt auf deinen Blutfleck einfach zugerannt, dann hätte der dich gehauen. Aber wenigstens hat ihn keiner genommen. Also, du kannst den dann aufsammeln und dann hast du wieder deine Echos. Okay, jetzt ist echt schwer zu sehen, ne? So, weiß ich nicht. Wenn du hier mal irgendwie lebendig rauskommen solltest, könntest du ja wieder zurück zu der Laterne und mal in dem Traum des Jägers. Ach, irgendeiner hat mich gesehen. Die beiden da unten, ja. Der kommt wahrscheinlich gleich hochgerannt mit der Fackel. Ja. Angriff! Ach, komm schon! Also langsam müsstest du es gelernt haben. Also theoretisch, ja. Praktisch. Nein. Oh, keine Kraft mehr zum Angreifen. Da musst du auch echt immer drauf achten, dass du nicht, dass du dich nicht zu viel traust, sondern immer nur so Stück für Stück den Leben abziehst und dann zurückgehst manchmal. Also je nachdem, wie viele Schläge du so am Stück durchschaffst. Warte mal, üb doch an dem anderen nochmal das Anschleichen. Und zwar so, dass du wirklich ihn fast berührst. Du kannst so weit ran, ich weiß das. Ja. Anvisieren schon mal, dann gehst du genau auf ihn zu. Sehr schön, sehr schön. Locker, du noch nicht angreifen, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt kannst du. Und jetzt die andere Taste danach drücken. Ah, leider nicht geklappt. Weil wenn du das machst, dann, also das ist schon mal eine gute Übung, weil wenn du an dem übst und das wenigstens erstmal überhaupt hinkriegst, dann kannst du es vielleicht auch an anderen hinbekommen. Übrigens, die können auch so nach vorne fallen und dir... Was? Die können? Die können auch, wenn du sie anschießt im richtigen Moment, wenn sie mal angreifen, dann kann das auch passieren, dass die so nach vorne kippen und du die von vorne so durchstechen kannst, wenn du die R1-Taste dann im richtigen Moment drückst. Oder halt drückst, wenn du vor denen stehst und die gerade so gestunt sind. Also wenn du diese Attacken hinbekommst, dann hast du schon mal etwas, womit du auch größere Gegner besser kaputt machen kannst. Ich weiß nicht, wo die anderen herkamen. Ich sehe hier nämlich keinen von denen. Was, welche anderen? Naja. Ach so, nee, das waren die, die du jetzt vorhin schon ausgeschaltet hast. Ach so, das war die, die so hin und her patrouilliert sind dann. Zwischen dem einen Tor und... oh, ich muss mal kurz... Es hat bei mir geklopft. Oh, no. Hi. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich werde in der Zeit wahrscheinlich noch 20 Mal sterben. Ich muss nur gerade WG-Dinge tun. Wehe, du stirbst. Oder wenn du stirbst, dann sag mir Bescheid, damit ich den Todescounter dann aktualisieren kann. Ja, ich sag dir dann auch definitiv Bescheid. Ich hab Angst. Okay, Leute. Hilfe. Hilfe. Ich hab Angst. Ich will nicht. Okay. Okay, ich muss mich konzentrieren und dann krieg ich das hin. Nein, halt, die Patrouille kann ja nicht. Okay. Sie. Nein. Nein. Schießen. Ah, es sind zwei. Oder nur einer. Gott sei Dank. Und ich drücke wieder die falsche Taste. Wieso? Ich sollte mir hier eine Nadel oder irgendwas auf diese Taste packen. Fusel, anvisieren, schießen. Hey, hi. Guck mal, hallo. Komm her. Komm schneller her. Oh Gott, ich bin tot. Away!
bin tot. Ja, verdammt. Nein! Ich brauche eine Nadel oder irgend sowas. Ich muss mir echt irgendwas auf die Taste tackern, wenn ich da nicht drauf drücke. Richtig schön. Ich brauche Schmerzen. Oh, es tut mir echt so leid, dass ich mich so blöd gerade anstelle. Ach komm schon, lade bitte. Ich sehe schon die. Am besten wir packen es ab diesem Moment irgendwann mal so los und dann im Schnelldurchlauf. Bis ich es irgendwann geschafft habe. Ha! Es hat schon wieder geleckt. Hi! Wurde auf mich geschossen. Sag mir nicht, du bist gestorben. Doch, aber ich hab's weiter geschafft als vorhin. Okay. Dann kamen wieder die komischen zwei Patrouillen, die oben lang laufen, kamen auf einmal runtergerannt und dann war ich tot. Oh. Ja. Ach, das ich wird schon noch. Gesagt, ich bin einfach für Vorspultaste. Bis zu dem Moment, auf dem ich es dann irgendwann mal geschafft habe. Und hier sehen Sie eine Kira, die noch 20.000 Mal verreckt, bevor sie irgendwas hinbekommt. Los geht's! Wenn du wieder deinen Blutfleck bekommst, würde ich auch mal, also wenn du den irgendwie wieder bekommst, dann würde ich auch mal vorschlagen, dass du halt dich ein bisschen hochbuffst. Ne? Ja, sehr schön. Oh, anvisieren. Ich brauche kein Anvisieren, ich kann das! Okay, ja stimmt, du bist super Kira, du brauchst nicht die Sachen, die irgendwelche Noobs Wieso benutzen. Achso, es war nur deswegen. Ich werde mich mal ein bisschen muten, du kannst ruhig viel weiter erzählen erstmal, ich habe nämlich gerade Hunger und will was essen. Oh, okay. Red ich halt mit deinem stummen Exido, ist okay. Da kommen die wieder, oder? Kommt ihr wieder? Nein, ihr lauft gerade noch weg. Na, oh, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Komm her, du weißt, wo ich bin. Komm zu mir! Achso, du hast eine Pistole. Okay. Hi. Hallo. Oh nein! Das sind zu viele! Nein, nicht so viele! Du hast dich bis auf ein paar Fehlgriffe doch ein bisschen echt gut geschlagen gerade. Ich habe da wieder das Dreieck gesehen, glaube ich. Ja. Da war auch wieder das Dreieck. Oh. Ich habe schon überlegt, ob ich mir gleich eine Nadel suche und da eine Nadel draufklebe. Oder eine Reißzwecke und dann jedes Mal so... Ah! Ach, Mann. Positiv denken. Ich kann das. Ich schaff das. Ich
Übrigens, du müsstest jetzt dadurch, dass du gestorben bist und nochmal gestorben bist, ohne deinen Blutfleck wieder aufzusammeln, so circa 1800 Echos, Blutechos verloren haben. Okay. Ich wollte dir das nur sagen, um dich zu motivieren. Okay. Ihr schlurft da gemütlich umher. Kommst du auch? Willst du kommen? Nein, du willst nicht. Okay. Da, nicht umdrehen. Nein, aus. Ich will erst hier rum. Da war wieder das Dreieck. So, Dreieck-Counter confirmed, habe ich gehört. Mensch, das sieht ja schon wieder richtig gut aus. Ich habe sehr viel Leben. Das ist perfekt. Achso, das war der Fette da rechts. Kommt her. Ich warte auf euch. Ich betrachte meine wunderbare Nase im Feuer. Perfekt. Na, kommt ihr schon wieder hergeschafft? Ja, okay, ich sehe ein paar Fackeltypis. Finde ich gut. So, halb gut. Nicht Dreieck drücken, nicht Dreieck drücken, nicht Dreieck drücken. Hi. Hi. Oh Gott, nicht so viele von euch. Ich bin nur zwei oder so. Ah. Jawohl, komm. Bei Fuß. So ist fein. So ist brav. Oh shit, oh nein, nicht alle. Ach Mann. Okay. Tod Nummer 6, 7? Ich weiß es nicht. 9. Okay, Tod Nummer 9. Und ja, es ist überhaupt nicht meine Art von Spiel. Ich weiß schon, warum ich die Daxos Reihe kaum gespielt habe. Okay, okay. Komm schon. Bin ich eigentlich mit der kleinen Axt schneller? Ja. Mache ich unterschiedlich Schaden, ob ich mit in der großen oder der kleinen Axt bin? Das würde ich einem Feldtest unterziehen. Ich glaube nicht, dass mir das auffallen wird, aber okay. Okay, wir hatten da eine 93.
Mach dich mal groß, Axe. Danke. Ich mache in der kleinen Version mehr Schaden? Na, warte mal. Ich würde sie am gleichen Gegner klein machen und dann nochmal auf den draufhauen oder so.